Hey du, in meinem heutigen Minecraft-Shorts-Video zeige ich dir, wie du den in 1.20 neuen Pinsel craften kannst und was man damit so machen kann. Wenn dir das helfen sollte, würde ich mich übrigens sehr freuen, wenn du auch mir helfen könntest, indem du mir immer schnell ein Abo dalässt, falls du nicht eh schon gemacht hast. Aber ich würde fast sagen, ich leg direkt mal los und zeige dir, wie das Ganze geht. Den neuen Pinsel zu craften ist wirklich ganz einfach. Ihr braucht dafür genau drei Items, und zwar ist es einmal ein Kupferbarren, den packt ihr in die Mitte, ein Stick, den packt ihr unten drunter, einfach einen Holzstab, und oben drüber kommt eine Feder, und schon können wir hier einen Pinsel craften eben, einen Brush. Da klicken wir auf einmal drauf und schon haben wir jetzt hier unseren Pinsel. Ja, wozu ist dieser Pinsel jetzt gut? Der ist Teil der Archäologie-Komponente des Updates, und zwar ist das hier ein neues Werkzeug bzw. ein neues Tool. Wenn ihr damit auf seltsamen Sand einfach mal Rechtsklick gedrückt haltet, seht ihr, dass ich jetzt hier anfange, den Sand quasi ja, auszubuddeln eben. Bei diesem Sand wird nichts passieren, den habe ich gerade im Creative-Modus platziert. Das geht nur bei natürlich generiertem Sand, aber bei dem entsprechend natürlich generierten Sand, da könnt ihr halt zum Beispiel ja, diese neuen Tonscherben bei ausgraben oder auch Diamanten oder Smaragde zum Beispiel und einige andere nützliche Sachen. Und genau so geht das halt. So nutzt man den Pinsel, so craft man ihn, und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angekommen und sind damit auch schon fertig.